Das Intro finde ich unnötig. Lass es doch einfach bitte raus. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. Yo, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Episode KKK. Heute sogar mit Special Guest. Das war jetzt eigentlich die Stelle, an der Obama reinkommen sollte. Heute sogar mit Special Guest. Kannst du dir vorstellen, eine Pringles-Dose zu heiraten? Ich heiße Jakob. Ich fühle mich voll verarscht. Nein, du heißt dich Alexander Günther. Jakob. Klar, wir sind hier im Internet und da wird so ziemlich ein Fick auf Rechtschreibung gegeben. Aber von Jakob auf Alexander Günther. Da machst du selbst den Drachenlord Konkurrenz. Hast du Amnesie oder wieso klebt überall dein Name? Also überall ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Er hängt doch nur hier am Schrank und hier an der Tür. Sonst nirgends. Was zum... Was geht denn hier auf einmal? Okay. Wer macht die Scheiße wieder weg? Gaffi, woher hast du eigentlich deinen Namen? Den nehme ich. Jetzt muss ich nur noch schnell meine Zeitmaschine benutzen, um in die Vergangenheit zu reisen, um meiner Mutter zu sagen, dass sie mich Philipp nennen soll. Spricht man in deinem Dialekt düster auch düster? Ich verstehe die Frage gerade nicht ganz. Sorry, aber der Akzent geht gar nicht. Ich wollte mal sagen 1-0 für den Akzent. Lad mal dein Video spiegelverkehrt hoch. Wir wissen, ob das jemandem auffällt. Ich glaube nicht. Gaffi, warum hast du nur noch einen Arm? Sind wir jetzt wirklich wieder an der Stelle angekommen, wo ich... Hä? Ich hatte doch noch beide Arme, sag, und dann mein Arm hier verschwindet. Oh nein, komm wieder her. Kannst du ihn da dran machen. Digga? Das mit dem Fernseher ist mir auch passiert. Dass da ein Zettel dranhängt, auf dem Philipp steht, das wage ich zu bezweifeln. Habe ich eine Sprachbehinderung? Es kommt ganz drauf an, wer deinen Kommentar vorliest. Habe ich eine Sprachbehinderung? Nein. Habe ich eine Sprachbehinderung? Ja. Bei deiner Rülpserei fallen meine Kinder lachend vom Stuhl. Geil. Warte mal. Heißt das etwa, dass du meine Videos zusammen mit deinen Kindern schaust? Ich glaube, ich muss mir ein neues Kanalkonzept überlegen. Ja, liebe Kinder, heute werde ich euch was aus diesem Kinderbuch vorlesen. Ach nee, da war ja was. Guck auf die Holztreppe. Was genau soll da bitte sein? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Deine Rülpser klingen irgendwie low. Da fehlt ein bisschen Power dahinter. Zur Hölle war das? An der Stelle werden sich die Kinder von dem Kollegen hier mit Sicherheit wieder freuen. Du hast voll den coolen Namen. Really, nigga? Habe ich eine Sprachbehinderung? Ja.